15 años, en Uruguay volvemos a tener un gobierno de derecha. Nach 15 Jahren haben wir in Uruguay wieder eine rechte Regierung, die seit der durch die Pandemie verursachten Krise nicht gezögert hat, den Konzernen größere Steuererleichterungen zu gewähren, es ihnen zu ermöglichen, ihr gesamtes Personal in die Arbeitslosigkeit zu schicken, wodurch sie nur einen Teil ihres Lohns erhalten, und Gesetze ins Parlament zu schicken, die den Repressionsapparat stärken. Mehr als 150.000 Menschen wurden in die Arbeitslosigkeit geschickt, viele von ihnen Frauen. Darüber hinaus sind 30% der Lohnabhängigen im informellen und äußerst prekären Sektor beschäftigt, wie wir bei McDonald's, Lieferdiensten, Einkaufszentren und so vielen anderen Orten sehen. Dies ist das Vermächtnis, das uns die progressive Frente Amplio hinterlassen hat. Prekäre Arbeitsverhältnisse, den Ausverkauf des Bodens an ausländische InvestorInnen, ein auf Raubbau basiertes Wirtschaftsmodell und tiefgreifende ungelöste Probleme wie die Straflosigkeit des Militärs aus der letzten Diktatur. In dieser Situation tragen Frauen die Hauptlast der häuslichen Quarantäne, denn wir sind oft Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt und einer Lebensmittelversorgung, die einfach nicht ausreicht. Deshalb muss die Arbeiterinnenklasse mehr denn je ihre Organisation für den Kampf zurückerobern. Denn es geht um unser Leben, und angesichts des Diskurses der nationalen Einheit, mit dem man uns glauben machen will, dass wir alle gemeinsam aus dieser Krise herauskommen werden, sagen wir nein, denn wir bezahlen die Krise bereits jetzt mit Arbeitslosigkeit, Elend und Hunger. Wir müssen unseren eigenen Ausweg finden, damit die KapitalistInnen für die Krise bezahlen. Jeden Tag kämpfen wir für den Aufbau eines politischen Werkzeugs der Arbeiterinnenklasse, der Frauen und der Jugend. Für eine antikapitalistische Linke, die einen proletarischen und sozialistischen Ausweg für Uruguay anbietet. In Einheit mit dem Rest der unterdrückten Völker. An diesem 1. Mai erinnern wir erneut an die MärtyrerInnen der Arbeiterinnenklasse und wollen ihren Weg des Kampfes fortsetzen. Liebe GenossInnen, ein internationalistischer Gruß aus Uruguay und, wie man hierzulande zu sagen pflegt, ein Hoch auf die Kämpferinnen und Kämpfer.